Herzlich willkommen zurück auf unserem Weg an die Spitze der Premier League. Herzlich willkommen zurück zu The Journey. Wir sind wieder am Start an dem heutigen FIFA-Samstag und wir wollen sehen, was die heutigen 45 Minuten alles so für unseren Shootingstar Alex Hunter bereithalten. Ja, ich bin wieder sehr gespannt. Wir sind wieder zurück in London und es steht das nächste Spiel an. Also wir sind nicht zurück in London, wir sind in London, nämlich wir haben ein Auswärtsspiel gegen Tottenham Hotspurs und ja, ich habe es nicht in die Startelf geschafft beim letzten Mal, obwohl ich mich recht gut angestellt habe. Also wer die vorherige Folge nicht gesehen hat, kann gerne nochmal reinschauen. Wir werden jetzt mal schauen, was wir reißen können, auch als Auswechselspieler. Wir wissen, dass unser Kumpel Gareth Walker momentan Stammspieler ist. Und sich gar nicht so schlecht schlägt. Er hat in seinem ersten Spiel in der Liga gleich ein Tor gemacht und wir konnten leider kein Tor erzielen, was knapp war. Wir hätten fast eins gemacht, aber naja. Wir werden sehen, was das Spiel für uns bringt. Gareth ist momentan ein bisschen bitchy, wenn ich das so nennen darf. Er will unbedingt in der Startelf bleiben. Wir wollen natürlich unbedingt in die Startelf rein. Das gibt dann schon Probleme. Ja, das gibt dann schon Probleme, auch wenn es zwei Freunde sind. Irgendwo hört die Freundschaft auf. Alex kommt ins Spiel hier knappe halbe Stunde vor dem Ende. Ja, und sie müssen was tun, wenn sie hier nicht verlieren. Und klar, jetzt hoffen sie darauf, dass Hunter das Ding drehen kann. Okay, beeindrucke den Boss. Gib den Ausschlag, hol dir eine Chance heraus. Immerhin. Und gewinne das Spiel, stand da, glaube ich, noch. Ich bin gespannt, wie der momentanige Spielstand ist. Es hörte sich ja ein bisschen an, als würden wir hinten liegen, ne? Ja, wir liegen in der Tat 1-0 hinten. Ungünstig. Ja, was war denn das für ein schlechter Pass, ey? Was war das denn für ein schlechter Pass? Wir haben knapp eine halbe Stunde Zeit, um ein Tor zu erzielen. Wir spielen... Das war schön. Komm, wir spielen zusammen mit unserem Kumpel. Das gibt's doch nicht. Ist das ein Ernst? Jetzt mal ernsthaft. Ist es sein absoluter Ernst? Jetzt komm mal ehrlich. Was habe ich denn falsch gemacht? Unser Spieler ist... Ey, ernsthaft, den hätte ja ich reingeschossen. Naja, gut, komm. Bitter, das hätte echt das Eins... Das hätte direkt unser Tor sein müssen. Müssen. Absolut sein müssen. Also das geht echt nicht, dass ich den versemmel. Vielleicht jetzt nochmal. Oh nein, das ist aber keine schwache Passansage. Der Pass war gut, aber ich habe ihn halt nicht bekommen. Ran da, Jungs. Wir wollen noch den Ausgleich schießen. 20 Minuten noch. Und ich ärgere mich schon wieder wie ein... Ach. Aber da war ich wieder zu hastig. Warum habe ich mir nicht einfach Zeit gelassen, ihn angenommen und reingeschoben? Nee, ich wollte ihn direkt reinschießen. Ah, wie mich das schon wieder nervt, ey. Wie mich das schon wieder nervt. Na gut, komm. Noch ist die Zeit nicht... Noch ist nicht vorbei. Schick ihn doch. Schick ihn. Schick... Ah, okay. Er macht's nicht. Okay. Da ist der Pass auf die Außen gekommen. Ja, schade. Die Idee war nicht schlecht, aber die Flanke war halt nicht gut. Ecke. Puh. Okay, Danny Rose geht raus und dafür kommt Ben Davies rein. Davies. Jetzt bin ich rechtes zentrales Mittelfeld. Wieso? Rechtes zentrales Mittelfeld, okay. Bin ich ja gar nicht gewöhnt. Ich dachte, ich bin Stürmer. Wenige Minuten und beide Mannschaften haben hier noch alle Möglichkeiten. Ey, wenn wir hier nicht noch ein Tor machen, ey, dann denke ich mir echt, dann höre ich... Ach Mann, ey. Gleich eine super Chance gehabt, wirklich. Nach ein paar Minuten gleich eine super Chance gehabt. Komm, Junge. Ey, ich hatte doch den Ball.
Das gibt's doch einfach nicht. Jetzt mal ernsthaft. Guck mal hier, ich hab den Ball. Warum? Was macht der denn da? Das ist doch nicht deren Ernst, ey. Ja gut, wenn die so spielen, dann kann man auch nicht gewinnen. Na gut. Dann muss ich meine Rolle vielleicht ein bisschen anders... Gibt's jetzt die Gelegenheit. Steigespiel. Komm noch mal eine Ecke. Nee. Alter, ey. Ah, wie die. Das ist krass. Sorry, also ich bin gerade ein bisschen. Ich bin gerade sehr konzentriert, muss ich sagen. Aber auch bei dieser Grätsche, das war ja unfassbar. So spielt man halt in der Premier League scheinbar. Also, gut. Ich kann auch immer nicht so richtig nachvollziehen, was die CPU hier macht. Ich versuche ja immer, mich irgendwie frei zu laufen oder irgendwie einen Ball zu kriegen, aber es. Es geht halt nicht. Sie verlieren dieses Spiel. Klassische Reporterfrage, woran lag's? Ja. Ja, meiner Meinung nach haben sie einfach nicht genug investiert. Woran lag's, ja? Nicht genug investiert. Hier, schaut euch das an. Ich dachte, der Junge ist Stürmer. Wie kann der den verschießen? Wie kann ich den verschießen? Naja, der Trainer ist. Der Trainer ist, ja, mehr oder minder zufrieden, aber wirklich überragt habe ich natürlich nicht. Das, langsam muss ich anfangen. Langsam muss ich anfangen, 29 Minuten gespielt, 0 Tore, 0 Vorlagen, also nix da. Absolut nichts gerissen. Ach, absolut nichts gerissen, auch nicht besser geworden. Keine Attribute bekommen. Da können wir nur weitergehen, das ein bisschen schade, ein bisschen schade. Wir gucken direkt mal weiter. Was es jetzt für uns so bringt. A few sub appearances, more than I expected. Think you might be able to come see me play soon. You have any idea how much flights to England cost these days, Alex? Yeah, but you know, I'm earning now. Not a fortune, but maybe I can help you out. Look, Alex, things are pretty mad here. I better be off, okay? Just don't get too dazzled. Yeah, wait, Dad. Bye, son. Was ist denn das für ein... Remote. Michael, what do you think you're doing? And with such a world-class player as Harry Kane joining our squad, we're confident we can push on from last season. Harry, how does it feel to have signed? Yeah, really excited. Buzzing to be here. It's a special day for me. Just can't wait. That's what I'm doing here. Signed this morning. Another striker. They reckon they're going to start him up top next game. They? Who have you been talking to? I made a few calls on the way over. Don't get me wrong, it might just be gossip. Come on, spit it out, Michael. Well, they're planning on playing Gareth in behind him. What? Apparently he's a better fit for the system. And Philip Bernard into the squad, as well as signing several promising youngsters like Gareth Walker. So we're very happy with the group as it stands now, but in this game you never know. Kacke. Also, jetzt muss ich mal sagen, dass Harry Kane niemals zu Crystal Palace wechseln würde, weil er spielt bei Tottenham. Das ist ein Top-Club. Die spielen immer um die Meisterschaft mit. Also, dass Harry Kane... Das ist sehr... Naja. Das ist ein bisschen unrealistisch, aber gut, wir werden sehen, was es sonst noch so gibt. Was sagt ein Twitter? Die gehen natürlich alle ab hier. Und dass Gareth jetzt neben ihm stürmen soll... Gefällt uns natürlich überhaupt nicht. Aber gut, wir können nur im Training unser Bestes geben. Und wenn wir dann mal rankommen, auch mal ein paar Türchen schießen. In a bit. Good workout, mate. Hey, Harry. Bist du bereit, dich der Konkurrenz zu stellen? Feierst du am Wochenende dein Debüt? Willkommen im Verein. Willkommen im Verein. Ey, wir sind freundlich und cool drauf. Welcome to the club, mate. Hi, you alright, Alex? Yeah, I see your debut. You've done well. See you around. Bloß kann man sich von Lob nichts kaufen, leider. Leider nicht. Wir können nur geben, Hello, gentlemen. Was wir haben. Yeah?
Und wir müssen auf jeden Fall Gas geben. Wir müssen Gas geben, wir müssen in die Startelf. Tackling und 2 gegen 1, das starten wir direkt mal. Der Trainer will, dass wir heute an den Zweikämpfen arbeiten. Führe 2 Kämpfe gegen Gegner aus, das haben wir schon mal gemacht. Ich glaube im ersten Training, das war relativ einfach. Bloß diesmal geht's gegen Harry Kane. Und er... Sein Ernst? Der ist so bullig. Alter. Ich hab den Ball schon und er schnappt ihn sich trotzdem. Krasser Typ auf jeden Fall. Aber das ist sehr easy. Und wegpölen. Weg damit. Komm schon, ein Zweikampf noch gewinnen. Dann haben wir es geschafft. Exzellent, mehr geht nicht. Und das ist eine A. Perfekt. So muss es weitergehen. Und jetzt sind 2 gegen 1 Situationen. Das ist natürlich schlecht. Sind wir der eine? Nee. Okay, das ist ja mehr als einfach. Der hat doch gar keine Chance gegen 2. Siehste, der hat doch gar keine Chance gegen 2. Gegen 2 Verteidiger geht das gar nicht. Ist ja kein Messi. Oh, da ist er vorbei. Aber wir stoppen ihn. Wir müssen auf jeden Fall in den Spielen mehr zeigen. Das ist halt echt das Problem. Wir haben halt nie viel Zeit, wirklich, wirklich mal richtig Gas zu geben. Und wir müssen halt sofort stechen. Wir kommen rein, müssen ein Tor machen. Ja, gerade eben hätte ich es geschafft. Aber es sollte nicht sein. Es sollte nicht sein. Ich habe mich falsch entschieden. Ich hätte nicht direkt schießen dürfen. Das hat man gesehen. Man hat es gesehen. Aber gut. Komm rein. Have a seat. You know, lad, this league's more intense than anything you've ever experienced. It'll chew you up and spit you out if you're not 100% ready for it. I'm ready. Well, right now, you're doing all the right things to get noticed. And ordinarily, that would be enough to get you a start. But the manager feels it's still too soon for you to be starting a Premier League game. You still need a bit of experience from the bench before you're ready to walk out with the rest of the lads. Hey, keep working hard, playing well, and one day your name will be on that team sheet. Understand? Good. All right, be off for you. Cheers. Okay. Danke, Trainer, aber ich... Warum darf Garrus spielen? Warum darf der spielen und wir nicht? Nur gut, er hat schon ein Tor gemacht, wir nicht. Das ist das Problem an der Geschichte. Warum steht dieser Alex Hunter in der Aufstellung? Der hat doch noch Windeln an. Alter, ihr kriegt richtig auf die Nüsse. Ich muss jetzt stechen. Ich muss jetzt stechen, es geht nicht anders. Gegen Burn... Ich weiß gar nicht, welche Mannschaft das ist. Es ist Burn... Burnmouth, okay. AFC Burnmouth. Wir müssen auf jeden Fall stechen. Die haben nur 3 Sterne. Und das sollte doch gehen, denke ich. Wir haben 5000 Follower dazu bekommen. Und naja, wir werden wieder 30 Minuten Spielzeit kriegen. Davon gehe ich mal aus. Da gibt es den Wechsel. Ahnt, er kommt in die Partie. Es sieht gut aus für Sie. Sie sind knapp vorne. Okay, 7, ein Tor erzielen und das Spiel gewinnen. Wir führen also scheinbar, wir dürfen für Walker rein. Das ist okay. Okay, wir spielen rechtes Mittelfeld. Ach, dammit, warum? Naja, wir wissen ja, dass Harry Kane da vorne drin spielt. Von daher ist das schon okay. Aber ich komme immer noch nicht drüber hinweg, dass Harry Kane zu Crystal Palace wechselt.
Also das ist echt ein bisschen seltsam. Da kommt der Pass, das ist gut gespielt. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen. Was? Moment, nein! Alter, das gibt's doch nicht! Ich hasse dich, Windows. Ich hasse dich. Ey, das gibt's nicht. Wisst ihr, was passiert? Ich hasse Windows 10, Alter. Windows 10 ist so ein Dreck. Ich krieg einfach einen Pop-up. Und muss die Updates planen. Alter, das gibt's nicht. So, was auch immer jetzt passiert, es tut mir leid, ich muss die Updates hier planen. Diese dummen Updates. So. Okay. Hass! Weiter geht's. Alter, das war die Chance. Er macht das Spiel schnell. Und ich versemmel sie, ey. Nee, ich hab sie nicht versemmelt. Windows hat sie mir versemmelt. Aber ich hätte damit rechnen können. Das war beim letzten Mal schon so. Das ist echt... Ach, einfach Katastrophe. Richtig Katastrophe. Mit diesen dummen Updates, die einfach aufpoppen. Aber gut, ich will mich nicht aufregen. Es gibt Schlimmeres. Das wäre vielleicht aber unser erstes Tor gewesen in der Liga. Schöner Pass. Na bitte. Und der Depp. Muss sein. Leider nicht meine Vorlage. Aber immerhin, der Pass zur Vorlage. Und das ist ja immerhin auch schon mal was. Wir führen jetzt 2-0. Das sollte doch reichen für den Sieg. Hier, da kommt der Pass. Abgewartet und schön abgelegt. Und hier direkt nochmal. Und dann ist das 2-0 von Kabadji. Sehr gut. Ach, okay. Weiter geht's. 10 Minuten haben wir noch. Eine 6,8 bisher. Vielleicht schaffen wir es ja sogar auf eine 7,0 hoch. Das wäre fände ich schön, weil das halt gefordert ist. Und wir dadurch halt ein paar Pluspunkte machen. Nicht nur beim Trainer, sondern auch grundsätzlich. So in unserer Entwicklung, denke ich, wäre das ganz gut. Warum habe ich jetzt hier eine 7? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Warum sich meine Bewertung gerade verschlechtert hat. Ich hatte doch eine 6,8, oder nicht? Dann spiele ich einen Pass, nicht mal einen Fehlpass. Ich spiele einen ordentlichen Pass und es wird geringer. Dann müssen wir nochmal gucken, was da der Fehler war. Kane. Jetzt könnte es gefährlich werden. 8 Minuten jetzt noch. Ich weiß nicht, was ich mir da abziehe. Dann müssen wir mal gucken. Arthur. Schade. Naja, wir sind da außen. Rechts jetzt ein bisschen. Naja, ein bisschen auf weiter Flur. Wir hatten aber in dem Spiel ein paar Aktionen. In der Tat, die muss der Torwart haben. Wir hatten in dem Spiel ein paar Aktionen, ohne Frage. Und zwar gar nicht so schlechte Aktionen. Wir hatten einen guten Pass, der zu einer Vorlage geführt hat. Das ist okay. Und sonst, was war das bitte? Keeper? Ach, das war einfach nur beschissen geklärt. Also ernsthaft, der Torwart ist mit vorne drin. Und geklärt. Oh, komm, gib Gas, schaffst du's? Ey, bitte. Nein, es gibt's nicht. Ich wollte ihn nicht direkt schießen, weil ich wusste, dass... Kann nichts werden. Und hätte ich es mal getan. Zumindest probiert. Und jetzt dabei. Spiel doch den Pass. Was machst du denn? MacArthur. Guter Pass, der kommt an. Jetzt! Ja! Der Pass, nix zu halten hier. Oh Mann. Das ist unser erstes Tor. Oh. Ich bin geschafft. Okay, aber das war okay. Das war gut. Ich dachte, ich verliere den Ball wieder. Aber gut, das ist halt, da sieht man, das ist auch eine 3-Sterne-Mannschaft. Da kann man auch mal
Da kann man hier auch mal durchgehen. Hier dachte ich eigentlich, da ist vorbei, aber... Ich hab's richtig gemacht. Ich hab mich mal richtig entschieden, diesmal den Weg noch zu gehen. Unser erstes Tor in der 88. Das tut mir sehr gut. Das tut mir wirklich, wirklich gut. Das freut mich und gibt mir echt Selbstvertrauen. Auch im Digitalen. In der digitalen Welt. Wirklich gut. So kann es weitergehen. So kann es weitergehen. Das ist nur das erste Tor von hoffentlich vielen. Das kann ich. Komm. Nein, das gibt es nicht. Ey, der ist so... Ich hab doch einen 5-Sterne-Fuß. Und wie kann man den so verschießen, Alter? Der ist echt schlecht, der Spieler noch, ne? Also jetzt nichts gegen den Charakter. Ich mag die Figur von Alex sehr. Ich meine, gut, man kann sie auch so ein bisschen formen, wie man möchte. Ohne Frage. Aber... Ah, okay. Das war wieder ein bisschen zu viel. Ich vergesse halt immer, dass... Naja, er ist halt noch nicht so... Er ist noch nicht schnell, er ist noch nicht dribbelstark. Er hat noch einen schwachen Abschluss. Oh, der Pass ist gut, der Pass ist gut. Ja, der Pass war gut. Das war einfach schlecht verteidigt, aber gut. Hier, was war denn das für eine Verteidigung? Da darf der überhaupt nicht... kommen, der Pass. Aber ist auch egal, weil wir 3-1 führen. Ich hätte auch auf 4-1 erhöhen können. Aber gut. Es sollte nicht sein. Ein Tor reicht ja auch. Obwohl ich schon ganz gern einen Doppelpack gemacht hätte. Das wäre natürlich super gewesen. Eingewechselt, Doppelpack. Ach, der Pass ist gut gewesen. Schade. Okay. Er ärgert sich ein bisschen, das sieht man. Aber okay. Mitverantwortlich gewesen für ein Tor in der 80. von Kabadji und selbst eins gemacht. Da kann man stolz sein, das ist genau richtig. So muss es weitergehen. Leistung 7,9 sogar. Wir haben ein Tor erzielt und wir haben gewonnen. Wir haben alles erfüllt. Alle drei Ziele erfüllt, das ist sehr gut. Das gefällt mir. So kann es weitergehen. Was sagt der Trainer? Beeindruckende Übersicht bei diesen Steilpässen. Klasse Treffer. Und mit solchen harten, präzisen Kurzpässen fällt es uns leicht, den Ballbesitz zu verteidigen. Alles klar. Nehme ich so hin. Ist okay. Wir können ja mal gucken, wie die Ergebnisse waren. Gut, ich hätte aber gerne eine Tabelle. Die kann man dann, glaube ich, aber noch mal einsehen hier irgendwo. Hier kann man sie, glaube ich, einsehen, in diesem Bildschirm, wenn ich mich nicht täusche. Torschützenbonus 150, unser erstes Türchen haben wir gemacht. Ein bisschen Money haben wir. Wir sind immer noch nicht ganz in der Startelf. Wird schon. Hier kann man es leider doch nicht einsehen. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Und gucken mal, was es jetzt so gibt. Hier kann man die Tabelle ansehen. Wir sind momentan... auf Platz 11 mit 4 Punkten. Wir haben bisher einen Sieg, eine Niederlage und einen Unentschieden. Ja, nicht so super, ne? Kann man nicht sagen. Man U mit 3 Siegen und Leicester auch mit 3 Siegen. Ah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir gehen mal weiter und gucken, was so auf sich hat. Aber nee, wir gucken nochmal Tweets. So. Alex Hunter wurde in Durchgang 2 eingewechselt. Verdienter Sieg heute. Das Spiel hat Spaß gemacht. Das Beste war das Tor von Hunter. Der Nachwuchs macht das. Deswegen stehe ich in der Aufstellung, ihr Blödmänner, weil ich Tore mache. Ups, das war schon wieder aus Versehen. Das wollte ich gar nicht. Weiter geht's. Heute gibt's einen Trainingstag Standards. Oh weia. Standards sind nicht so einfach. Alles klar. Wir werden mal sehen, was wir machen müssen. Freistoß Grundlagen, Freistoß Flanken. Ich hoffe, das kriege ich hin. Möglichst viele Tore. Ja gut, es ist eigentlich nicht so schwierig, um ehrlich zu sein. Ins Tor treffen sollte ich. Das kriege ich schon ganz gut hin. Wie man sieht.
nicht. Na komm. Tor. Aber ich hätte auch gern mal so ein Ziel getroffen. Fände ich ganz nett. Vielleicht jetzt. Ja, sieht gut aus. Ach, schade. Aber gut über die Mauer gespielt, immerhin. Vielleicht jetzt. Ach, da oben ins Eck. War gut. Vielleicht. Na komm. Jetzt. Yeah. Sehr gut. Und na komm. Ein bisschen schwächer. Passt. Exzellent. Das ist auch wieder ein A. Das ist sehr gut. Oh, knapp vorbei, aber ist okay. Wir haben noch 12 Sekunden Zeit und wir haben jetzt schon das beste Ergebnis. Zack, da oben ins Eck. Und jetzt vielleicht mal über die Mauer? Hm, krieg ich's hin? Ja! Oh, was ein Tor! Ey, wenn ich die Freistöße so schießen würde, in der Liga. Oh, da wäre ich aber gefürchtet. Freistoßgrundlagen, exzellent. So muss das weitergehen. Hm, okay. Jetzt kann ich hier schöne Freistöße machen, ich verstehe. Und rein damit. Okay. Gar nicht schlecht. Das mit den Freistößen und Ecken und so, das muss ich mir echt nochmal anders angucken. Weil das ist gar nicht so einfach. Warum schießt du nicht? Komm, komm, komm. Oh, da wollte er einen Fallrückzieher machen. So, und jetzt hier rein. Okay. Ach, mehr Einsatz. Da muss noch mehr kommen. Mist, der kam nicht an. Vielleicht jetzt hier. Ach, ich... Auch mal ein Tor wäre gut. Na komm! Oh, der Keeper ist aber auch stark halt. Ne, kann man nichts sagen. Okay, das ist ein B. Na komm, wir probieren es nochmal. Schlechter als ein B kann es kaum werden, denke ich. Kann schon. Dann müssen wir es aber halt nochmal machen. Ich meine, es ist ja alles Übung. Das ist sehr gut. Ach, das muss doch ein Tor sein. Ich verstehe das nicht. Boom! Boah, mit einem Fallrückzieher. Perfekt. Das ist auch nicht schlecht. Ja. Ach, der war doch noch drin. Ey, das gibt's nicht. Okay, das ist jetzt echt ein bisschen schlechter als davor noch. Ich krieg ja kaum Ball zum Mann. Was soll denn das? Ach, und schon wieder den Fallrückzieher probiert. Ach, der kam ran, ne? Der kam noch ran. Ich verstehe diese Markierung hier nicht, warum die Markierung da ist. Will ich da hinspielen? Soll ich da hinspielen? Oh, das war nur eine D. Oh weia, hätte ich das mal beim B belassen. Hätte ich das mal beim B belassen. Na, wir haben ja noch ein paar Versuche. Das gibt's doch nicht. Also entweder stelle ich mich jetzt gerade ein bisschen dämlich an. Das war sehr schön. Ich muss die Dinger wahrscheinlich einfach ein bisschen stärker reinbringen. Nee. Macht keinen Unterschied. Ach, geht auch einer hin. No, ey. Hört ihr mal auf, die Dinger wegzuköpfen? Das war echt schlecht. Ah. Okay, das müssen wir, denke ich, auf jeden Fall nochmal machen. Ah. Das ist schon wieder eine D. Nee, 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 nee. Das können wir so nicht belassen. Jungs, ich will doch einfach nur, dass ihr die Kopfbälle kriegt, egal wie. Okay, das ist gut. Nee, das ist doof. Hierhin vielleicht.
Ach, ey, das ist doch nicht sein Ernst. Alter, das ist echt nicht sein Ernst. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Wie kann man denn den nicht reinmachen? Come on, komm, komm, komm. Nein! Ah, 5000. Das muss noch, da muss noch mehr kommen. Ja, okay, okay, komm. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Vielleicht ein Tor noch. Warum kriegst du den Kopfball nicht? Letzte Chance. Na gut, ist eine B. Nehmen wir die B. Ist okay. B ist okay. Muss ja nicht immer eine A sein. Beim nächsten Mal. Aber eine B ist eine 2 und eine 2 ist gut und gut ist fast 1 und von daher ist alles okay. Wir sind immer noch Auswechsler. Aber das wird sich bald ändern. Denn wir, wie ihr gesehen habt, ne, wir geben uns Mühe im Training. Das ist das A und O im Training, sich Mühe geben. Und, ach, heute ist sogar Trainingstag, freies Training. Das ist cool. Das ist cool. Ist das ein Trainingsspiel? Das wäre schön. Hätte ich mal Lust drauf. Gentlemen, what do you say we do a little hard training today? Lovely. Let's get cracking. Gaffer thinks a freeform session. Ah, okay, okay. Gut, ich verstehe das. Das ist genauso wie, wie in dem normalen FIFA gewesen, letztes Jahr. Da konnte man auch einzelne Trainings absolvieren. Und was wir auf jeden Fall machen müssen, finde ich, ist, Kopfbälle und Volleys, Weitschüsse. Die beiden Sachen machen wir mal, weil wir müssen echt besser werden, auch im Abschluss. Das hat man halt gesehen in den wenigen Spielen, die wir hatten. Dass halt wir echt ein kleines Problem mit dem Abschluss haben, ne? Und wenn wir hier halt ein bisschen trainieren können, ist das ganz passabel. Oh, sogar die... Jawohl. Exzellent, das ist eine A. Ja, na sicher, das ist eine A. Das passt, das nehmen wir so. Und jetzt noch Weitschüsse. Kriegen wir den Pass und dann müssen wir direkt abschließen. Zack, da unten drin. Also warum das hier Fernschüsse sein sollen, kann ich nicht ganz nachvollziehen. Weil ernsthaft, das sind doch keine Fernschüsse. Boom! Warum trifft er... Guck mal, solche Schüsse kriegt der im Spiel nie hin. Nie im Leben kriegt er die hin. Alter, guck mal, wir treffen einfach jedes Mal. Wir treffen einfach jedes Mal so ein Schild. Alter, das gibt es nicht. Entweder bin ich zu gut in dem Spiel. Oder das ist irgendwie buggy. Ich kann's, okay, diesmal haben wir nicht getroffen. Einen Schuss haben wir noch. Bumm. Also das war richtig stark, bärenstark sogar. Das kann man öfter machen. Beides mit einer A abgeschlossen und wir haben unsere Schusskraft und jede Menge. Wir haben alles Mögliche ein bisschen verbessert. Unser Abschluss sollte dadurch echt ein bisschen besser werden. Das ist echt nötig, unser Abschluss zu verbessern, also ohne Frage. Weil, naja, ich will nicht nochmal so vorm Tor stehen und das Ding so versemmeln. Da habe ich echt keine Lust drauf. Nächstes Spiel, Middlesbrough gegen Crystal Palace, das werden wir uns... Ach, wir haben Skillpunkte. Moment, wir haben Skillpunkte. Die müssen wir auf jeden Fall einsetzen. Was haben wir denn hier? Körper. Ermöglicht dir weiter Einwürfe? Nee, Grätsche, faire Zweikämpfe, Flair, Ballkontrolle, Außenrisspass, Elfmeter, Freistoßgenauigkeit, Flanken. Komm, wir nehmen Ballkontrolle. Ballkontrolle ist nämlich auch wichtig, gerade auch für einen Stürmer oder einen rechten Mittelfeld, je nachdem, wo sie uns ja einsetzen wollen. Das ist echt wichtig auch. Gareth Walker spielt immer noch vorne drin. Warum auch immer, ich kann das absolut nicht nachvollziehen, warum Walker vorne drin spielt, wenn man Harry Kane auf der Bank hat. Naja, muss ich nicht verstehen, muss ich auch nicht nachvollziehen, ist ja auch egal. So, die Stimmen hier von bei Twitter sind ja immer noch so ein bisschen assi. Nur wegen dem Opa in der Mannschaft, das wirst du noch sehen. Wir werden nämlich heute noch ein Türchen machen. Bin ich mir sicher.
Sie werden wechseln. Halbe Stunde vor Schluss kommt Alexander rein. Es sieht gut aus für Sie. Sie sind knapp vorne. Mal sehen. Vielleicht macht Alexander ja sein Tor. Wer weiß. Macht den Deckel drauf. Gewinnt das Spiel. Oh, gegen Lili. Sein Spitzname hier bei Twitter. Rechtes zentrales Mittelfeld. Äußerst komisch. Warum? Würde ja gerne lieber im Sturm spielen. Ohne Frage. Aber man kann nicht alles haben. So, wir führen 2-1. Und wir wollen es aber natürlich noch ein bisschen ausbauen. Ja, das machen... Hier, habt ihr das gesehen? Das kann ich absolut nicht verstehen, wieso der da noch durchkommt. Ich meine, wir haben den Ball und anstatt ihn einfach irgendwie wegzupüllen oder zu klären... Torwart. Gut. Okay, was mache ich jetzt? Wir sind schnell. Problem ist halt nur, dass da noch keiner ist. Jetzt! Elfer! Okay. Ja! Bitte lass mich schießen. Aber ich darf bestimmt nicht schießen. Aber ich habe mir den herausgearbeitet. Ich dürfte hier... Ja, guck mal hier. Bitte lass mich ihn schießen. Bitte. Nein, ich darf ihn natürlich nicht schießen. Ach, ist das ärgerlich. Das wäre doch ein einfaches Türchen für mich, wahrscheinlich. Wer sagt, dass ich den reinmache? Muss ja absolut nicht sein. Denn ihr habt ja schon gesehen, dass Elfmeter ganz schön schwierig geworden sind im FIFA 17. Aber gut, es hätten wir bestimmt reingemacht irgendwie, denke ich. So, pass mal auf. Wer darf jetzt antreten? Muss ich erstmal ein Schlückchen Energy trinken? Kabachi wird schießen. Ach, wie läuft er denn schon an? Sauber. Na bitte. Geht doch. Ist es eine Vorlage für mich eigentlich? Ich vermute, das ist eine Vorlage für mich, ne? Ich meine, ich habe den Elfer rausgeholt. Er hat ihn sauber, wirklich gut verwandelt. Knapp, aber fast wäre der Torwart da noch dran gewesen, oder? Oh, da fehlte nicht viel, aber ein bisschen was schon. Von daher alles okay. Gabaji, Elfmeter, 70. Minute, 3-1. So kann es absolut weitergehen. Ach, dranbleiben. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden sie keine Lücke. Das war eine gute Aktion da auf Außen auf jeden Fall von mir. Gut geschickt, gut gelaufen. Ich sehe Bewegung auf der Bank. Es gibt gleich den Wechsel. Walker. Ledley. Schöner Pass. Jetzt wird's gefährlich. Wird das jetzt gefährlich? Ja! Wie macht der den denn rein? Was ein Tor. Okay. So kann's weitergehen. Schöner Pass, schönes Tor. Easy. Wir kommen langsam besser rein, muss man sagen. Der Abschluss war gut. Der hätte er mich fast noch gestört. Der Pass hier kam fast auch ein bisschen... kam gut. Ja, und den macht er dann gut rein, ne? Habe ich mit dem Innenriss geschossen. Das war, denke ich, die richtige Wahl hier in dem Moment. Man kann ja aussuchen, ob man mit Vollspann oder Innenriss schießt. Ich habe halt mit Innenriss geschossen, um das Ganze ein bisschen... genauer zu machen. Das war, denke ich, hier genau der richtige Weg. Wirklich gut. Passabel. So kann es weitergehen. Zweites Saisontor für uns. Ich würde behaupten, wir sind auf dem Weg in die Startelf. Denn so kann es weitergehen. Zwei Tore in den letzten zwei Spielen. Torwart, hast du ihn. Gut. Zwei Tore in zwei Spielen, würde ich behaupten, ist gar nicht so schlecht. Und wie Gareth Walker den annimmt, soll er mir mal nochmal erklären. Ich bin leider im Abseits. Alexander jetzt.
Ah, schade, schlechter Pass. Schlechter Pass, die Idee war gut, aber halt schlecht ausgeführt, dann in dem Fall auch mit dem linken Fuß. Ich hätte ihn vielleicht mit dem rechten Fuß direkt spielen sollen. Oder halt einfach die sichere Variante nehmen, einfach auf Außen nochmal spielen. Da muss man echt ein bisschen gucken. Also man darf echt nicht zu viel Risiko gehen. Das ist im echten Leben übrigens auch so. Auch in der BSG. Bei FIFA, wenn man halt mit allen zusammenspielt, also mit der kompletten Mannschaft, kann man natürlich immer echt viel probieren und viel machen. Einfach weil das ein super Pass. Wie, abseits? Was? Nee. Komm, das war doch kein Abseits. Ne, das ist doch gleiche Höhe. Komm, ey, im Zweifel für den Angreifer. Och, ist das gemein. Das wäre auf jeden Fall unser zweites Tor gewesen. Ich konnte mir aussuchen, wo ich schieße. Ich hätte ihn wahrscheinlich wieder mit dem Innenriss in die rechte Torwart-Ecke geschossen. Vermutlich. Komm, steh auf, Alex. Steh doch auf. Verletzt! Er spielt den Pass zurück. Was? Nein, 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 nein. Mach keinen Scheiß. Ey, komm, ernsthaft. Mach keinen Mist. Der ist verletzt. Okay. Ich hoffe, das ist keine dolle Verletzung, sondern irgendwie eine Zerrung oder so, die im nächsten Spiel ausgelaufen ist. Weil, bitte, das kann nicht angehen. Das kann ich an. Aber ist schon wieder weg, siehst du? Oh, wie knapp. Ach, das war ich. Oh. Nee, das war ich doch nicht. Ach, das war Saha. Okay, ich dachte schon. Ich war zwar auch in der Nähe und er hat mich ein bisschen gewundert, dass der Kommentator halt gesagt hat, Doppelpack, aber wahrscheinlich hat der Saha auch schon ein Tor gemacht. Könnte ich mir vorstellen. Ach, und er pfeift ab. So, jetzt ist es aus, Auswärtssieg. Also 4:1. Ein Tor gemacht. Eins vorbereitet im Grunde. Tolles Spiel. Gutes Spiel von uns. So muss es weitergehen. Wir müssen dem Walker natürlich ein bisschen Paroli bieten. Das kann ja nicht sein, dass er so tut, als wäre er der Beste. 8,5. Richtig gut. Deckel drauf. Tor gemacht. Gewonnen. So muss es weitergehen. Und das war das Tor von denen. Nee, war es nicht. Das war die tolle Parade von Mandanda. Stark pariert. Den Treffer wird keiner so schnell vergessen. Unfassbar. Brillant, sagt der Trainer. Ja, ich weiß. Ich weiß doch. So, weiter geht's. Wir haben gewonnen. Starke Leistung. 4:1. So kann's weitergehen. How does it look? It's not serious. Keep it iced. I'll strap it now and we'll start with some ultrasound tomorrow. Take it easy for the next few days, then we'll do some work in the gym. Could have been a lot worse. Ach, das gibt's doch nicht. Best we used to get was a cold sponge. That's what happens when you run around like a madman, Alex. You need to learn to run clever. Understood. Okay. Mir scheint, als wäre ich zu viel rumgelaufen. Ja, das kann natürlich sein. Wenn wir zu viel rumlaufen, dass er natürlich relativ schnell ausgepowert ist. Wenn er ausgepowert ist, ist er verletzungsanfälliger. Da müssen wir aufpassen. Wir haben jetzt irgendwas Schlimmes oder so. Das wäre echt super ätzend. Das wäre echt ätzend, ey. Wenn wir jetzt nach 2 Toren in 2 Spielen... Da würde ich echt nicht drauf klarkommen. Da würde ich echt nicht drauf klarkommen, aber ich hoffe mal das Beste. Wir haben uns verbessert. Wir sind mittlerweile Platz 6. 7 Punkte. Manchester United ist immer noch das Maß aller Dinge mit 4 Siegen in 4 Spielen. Ja gut, wir sind punktgleich mit Arsenal. Kann so weitergehen. Würde ich sagen. Alex Hunter ist ein Siegertyp wie sein Opa. Yeah, nett. Das ist wirklich nett. Schön, wenn junge Spieler in dieser Liga treffen. Weiter so, Mr. Alexander. Finde ich auch. Und es war mir wieder eine unglaubliche Freude, dieses Spiel zu spielen. Mit euch zusammen. Es war wieder ein schöner FIFA-Samstag. Wir werden nächste Woche weitermachen. Wir haben heute ja einiges geschafft. Also wir haben heute echt ein paar Spiele und Trainings gemacht. Mann, so kann es weitergehen. Wir haben unsere ersten beiden Tore gemacht in dieser Folge. Echt nicht schlecht.
So kann es weitergehen. Wir schlagen uns ganz gut bisher. Aber hoffen wir mal, dass wir keine schlimmere Verletzung haben. Das werden wir erfahren nächste Woche am nächsten Samstag. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönes Wochenende, macht's gut und ciao, ciao, euer Valerius.